Liebe Gäste, ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen zur heutigen Pressekonferenz. Nach dem Spiel gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Endstand, wie Sie alle wissen, 5:1. Ich darf zum einen zur Rechten den Trainer der Unterhachinger begrüßen, Klaus Abenthaler, und natürlich unseren Trainer Frank Schmidt. Wie es so üblich ist, hat der Gästetrainer das Wort und deshalb gebe ich auch gleich das Mikro an Klaus Abenthaler. So. Na, es gibt so Tage, wo man besser im Hotel oder im Bett geblieben wäre. Ging ja im Frühjahr los mit der ersten Hiobsbotschaft. Der letzte verbliebene Stürmer konnte nicht spielen mit Marc Niegert. Dann ging es ja hier weiter, der Ausschreiten, sich der Aftic den Busdeckel auf die Stirn, also zwischen Stirn und Nase, musste eigentlich genäht werden. Dann ging es ja weiter im Spiel nach 50 Sekunden mit dem Paukenschlag zum 1-0. Da haben wir 5 Minuten gebraucht, um uns einigermaßen zu fangen. Das haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Haben dann bis zur 37. glaube ich, wo es 2:1 fiel, das Spiel bestimmt beherrscht, aber mit zu wenig Durchschlagskraft nach vorne. 2, 3 gute Möglichkeiten gehabt. Aber es hat das Spiel ausgezeichnet und es hat den Unterschied ausgemacht zwischen Heidenheim und unserer Mannschaft und meiner Mannschaft, dass sie einfach zielstrebiger waren. Das 3:1 ging auch sehr schnell über Ballverlust in der Heidenheimer Hälfte. Dann Einwurf ging es ruckzuck mit 3 Direktspielen und Direktpässen. Man hat einen Sonntagsschuss genau in den Winkel. So, dann hat Heidenheim in der zweiten Halbzeit, glaube ich, 3 das Tor geschossen, davon waren 2 drin. Wir hatten 4 gute Möglichkeiten. Das ist das, was den Unterschied ausmacht. Wir haben das Tor nicht gemacht. Wir haben innerhalb 10 Minuten nach der Pause 2 gute Möglichkeiten. Ich glaube, auch Abu Chaibu machen den Anschlusstreffer nicht. Und dann wehrt man sich kaum mehr bei den Gegentreffern. Beim 4:1 einfach ein Pass in die Tiefe und beim 5:1 bleibt er von der Mittellinie alleine weg. Also über diese Zweikampfschwäche, über diese Entschlossenheit werden wir sicherlich intern sprechen. Aber für uns wäre es besser gewesen, wir wären im Hotel geblieben. Dankeschön. Herzlichen Dank an Klaus Abenthaler und jetzt gebe ich das Mikro weiter an unseren Trainer Frank Schmidt. Ja, natürlich. Für uns ist heute im Gegensatz zum Klaus und seiner Mannschaft ein sehr schöner Tag. 5:1 gegen Unterhaching. Ich habe das im Vorfeld gesagt. Ich habe sehr viel Respekt vor dieser Mannschaft. Natürlich auch von Klaus Augenthaler, der sehr viel erlebt hat. Und ich habe gewusst, dass wenn wir heute das Spiel gewinnen, dann müssen wir eine gute Leistung abrufen. Nach 50 Sekunden 1-0, perfekter Start für uns. Aber da muss man nachsetzen, da muss man was probieren. Das hat Andi Spann in der Szene gemacht und uns da schnell in Führung gebracht. Aber wenn er ehrlich ist, muss es... Übertreibe ich nicht, wenn es schon nach 2 Minuten 2-0 stehen muss, läuft er wieder rein auf den Torwart zu. Hätte man schon 2-0 führen können. Danach der Fabi Auperle, frei zum Schuss aus 6 Metern, wo er wegrutscht, ich glaube nach 4 Minuten. Von daher 1-0 und man weiß, wie das so ist. Man fühlt sich sicher, man hat ja Chancen gehabt. Auf einmal hat man die spielerischen Möglichkeiten von Unterhaching gesehen. Immer wieder eine Linie überspielt, schnelles Kurzpassspiel. Und auf einmal kommt ein Ball in 16 und alles ist ruhig im Stadion, da steht 1-1. Wir haben 10 Minuten, 15 Minuten gebraucht, um wieder Ordnung zu finden in dem Spiel. Und das zeichnet dann meine Mannschaft aus, wenn sie dann eine Chance kriegt, wo der Gegner wegrutscht und auf einmal vom Tor steht, der Marc Schnatterer, dann macht er das wichtige 2:1. Das hat uns natürlich dann nochmal Selbstvertrauen gegeben und wir waren wieder auf dem richtigen Weg. Wenn man dann das weitere Spiel sieht oder wenn man noch die erste Halbzeit sieht, auf meinem Zettel stehen 10:4 Chancen für uns, dann denke ich, war das auch verdient zur Halbzeit, diese Führung. Wir haben dann nachlegen können, wir haben aber trotzdem die ein oder andere Situation gehabt, da gebe ich dem Klaus recht, wo wir uns unnötigerweise zu weit zurückgezogen haben und Haching kombinieren haben lassen, bis teilweise kurz vom 16er, wenn da ein Tor fällt, wird es nochmal unruhig. Aber letztendlich ist es so, dass unser Offensivspiel, unser Spiel nach vorne heute sehr druckvoll, sehr, sehr zielstrebig war, dass wir immer gefährlich waren und dann kommt so ein Fußballfest, das hat man auch an unseren Fans und Zuschauern gemerkt, zustande. Ich habe es aber gesagt, wir bleiben immer optimistisch, aber wir bleiben auch realistisch. Wir haben jetzt 3 Siege in Folge. Das gibt uns natürlich Rückenwind, aber es gibt keinen Grund, irgendwie neue Ziele zu formulieren oder irgendwas durchzuspinnen, sondern regenerieren, dann wieder konzentriert arbeiten und nach Babelsberg fahren. Und da brauchen wir ebenfalls eine gute Leistung, um dort zu bestehen. Danke.